Hola und willkommen zu einem weiteren kleinen Video. Es ist meine Prognose für die K.O.-Phase der EM. Bis jetzt stand, was haben wir, 27.06. Die Gruppen sind gerade durch. Bin ich sehr überzeugt von manchen Mannschaften. Auch sehr leidenschaftlich mit dabei beim Zuschauen. Gerade bei den kämpferischen kleinen Nationen. Bin unfassbar enttäuscht von Nationen wie Frankreich, Belgien, hier von England. Das ist schon echt schlecht, was die da momentan zusammen spielen. Absolut krass finde ich gerade Spanien. Ich finde, die haben sich jetzt auch nochmal ein bisschen herauskristallisiert. Die sind auch gerade nochmal einen Ticken besser in Form, glaube ich, als die Deutschen, die dann hinten raus so ein bisschen abgebaut haben. Mein Empfinden zumindest. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir tippen jetzt mal hier durch. Wir hatten schon mal eine Prognose zur K.O.-Phase gemacht, zur Gruppenphase. Wer das Ganze sich mal anschauen möchte, gerne einfach mal auf den Kanal gehen. Da haben wir auch drauf reagiert. Die Reaktion darauf kommt dann am Dienstag online. Da hatte ich auch schon mal hier spaßeshalber eben mit meinen Ergebnissen aus der Gruppe hier das Ding zu Ende getippt. Da habe ich gesagt, Deutschland wird Europameister. Ob wir das heute nochmal so umsetzen, I doubt it. Ich glaube immer noch an das Sommermärchen durch und durch. Dennoch geht es hier darum, möglichst wenig Liegestütze für mich zu machen. Ne? Wir schauen uns das hier im Nachhinein wieder an und vergleichen das dann mal mit der Realität, wie es dann wirklich gekommen ist. Und mit jedem schlechten Call gibt es eben ein paar sportliche Übungen für mich und da sehe ich mich ehrlich nicht, weil das dann wieder ausartet. Deswegen, lasst uns mal loslegen. Also Spanien schlägt Georgien, davon bin ich mehr als überzeugt. Nicht, weil ich finde, dass Georgien schlecht ist oder so. Ich finde, die machen das hervorragend und es ist ein Riesenerfolg für sie. Das erste Mal bei der EM mit dabei und jetzt schon im Achtelfinale. Dennoch, Spanien ist halt auch der härteste Brocken, den sie hätten bekommen können. Deutschland 2-0, easy, glaube ich, dran. Da wird Kai Havertz sein nächstes Tor machen, dann kommt Füllkrug für ihn rein und auch Füllkrug ballert uns nochmal zum Sieg. Dann haben wir hier schon im Viertelfinale die erste Kracherpartie, ne? Mein Gott. Aber machen wir hier erstmal weiter. Portugal, Slowenien. Also Slowenien hat eine ordentliche EM bis dato gespielt. Ich sehe aber keinen Grund, warum sie Portugal schlagen sollten. Außer Portugal schlägt sich irgendwie selbst oder es gibt irgendwie Elfmeter oder keine Ahnung was. Also da fehlt es mir einfach an spielerischer Klasse bei Slowenien. Also ich habe, meine ich, bis auf zwei Spiele alle gesehen bisher in der Gruppenphase. Und da hat mich Slowenien auch nicht wirklich abgeholt. Also ich meine jetzt zwei Spiele von der kompletten EM. Ne? Nicht, dass ich hier mal ein Spiel von Slowenien gesehen habe und mir hier ein Urteil erlaube. Nee, ich würde sagen, Portugal geht da schon weiter. Frankreich, Belgien, es ist so ein bisschen Not gegen Elend. Ne? Also zumindest das, was man jetzt in den ersten drei Spielen sehen durfte. Aber wenn ich einer Mannschaft von den beiden nochmal eine Leistungssteigerung zutraue, dann ist es Frankreich. Deswegen tippe ich sie weiter. Natürlich, wenn Lukaku mal ein Tor schießt und er dabei nicht im Abseits steht, könnte das schnell anders aussehen. Wenn Doku, nachdem er drei Leute aussteigen lassen hat, endlich mal den Weg mit dem Ball über die Linie findet, kann das anders aussehen. Wenn Kevin De Bruyne mehr Unterstützung von seinem Team bekommt, kann das anders aussehen. Andererseits, wenn da ein Mbappé mal auftritt bei Frankreich, wenn da ein Giroud mal wieder die Rübe reinhält und Gott weiß was, wenn Upamecano hinten mal einen Fehler weniger macht, dann ist da Frankreich schon die spielbestimmte Mannschaft, denke ich mal. Also ich hoffe auf ein Spiel mit offenem Visier beider Mannschaften, ob das so kommen wird. I doubt it. Das schon wieder. Schauen wir mal. Mein Tipp erstmal, Frankreich geht weiter. Rumänien, England. Ich feiere Rumänien wirklich. Hat sich zu meiner Lieblingsmannschaft nach Deutschland entwickelt in diesem Turnier. Nichtsdestotrotz finde ich Niederlande die spielerische Klasse. Allein die Geschwindigkeit, die die Niederländer mitbringen. Ich glaube, das ist so der Aspekt, der Rumänien das Genick brechen wird. Rumänien stellt sich gerne hinten rein und die versuchen viel da vorne, viel spielerisch. Aber es klappt halt nicht ansatzweise so viel, wie es funktionieren könnte. Und wenn dann Frimpong ankommt, auch ein Xavi Simmons und ein Gakpo und wie sie alle heißen. Ich finde, die sind dann einfach ein bisschen zu schnell. Ich glaube, Niederlande wird viel Spielanteil bekommen, viele Angriffe werden sie ausspielen, aber am Ende wird es daran scheitern, für die Rumänen, weil Niederlande eben zweimal vielleicht das Ding da durchbekommt oder nach einer Ecke, dass der nochmal irgendwie blöd abprallt, keine Ahnung was, einer verschätzt sich mit dem Kopf beim Kopfballduell, deswegen geht die Niederlande da durch, aber ich traue den Rumänen ein wirklich gutes Spiel
zu. Und vielleicht überraschen sie uns, das würde mich sehr freuen. Österreich-Türkei, da überlege ich nicht lange, Österreich macht das. Also ich habe sie schon in der anderen Prognose, in der Gruppenphasenprognose, schon bis ins Halbfinale getippt und nee. Also Türkei auch sehr geschwächt, ne? Sie hatten jetzt irgendwie einen Haufen Karten bekommen, nochmal am letzten Spieltag. Auch Hakan Calhanoglu wird jetzt fehlen im Achtelfinale, von daher Österreich easy. Also das ist für mich die klarste Partie von allen, muss ich sagen. Außer halt Spanien, Georgien, die rechne ich da mal raus. England, Slowakei. Also Slowakei weiß halt, wie man den Bus parkt, ne? Und England weiß, wie man ein Spiel langweilig gestaltet. Problem ist, die Engländer sind halt sehr auf dieses Ergebnis fixiert. Die spielen Ergebnisfußball und keinen schönen Fußball. Aber Slowakei, traue ich ihnen das zu, dass sie da vorne irgendwie die Murmel reinbekommen? Dass sie da irgendwie das Wunder klar machen? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Es tut mir leid, Slowakei. Ich würde es gerne sehen, aber ich sehe es nicht. Ich weiß nicht wer, ich weiß nicht wie. Nee, ich sag, England wird das Spiel wieder durch ihre Spielweise zerstören. Diese Spielschönheit nenne ich es mal. Und dadurch kommen sie da irgendwie weiter mit einem 1-0 oder so vielleicht. Oder sie fangen mal an, richtigen Fußball zu spielen und schießt die Slowakei ab, keine Ahnung. Schweiz, Italien. Bin ich für die Schweiz? Hebe ich die Hand. Ist der erste Outtake. Vielleicht liegen wir damit komplett falsch und ich darf da 20 Liegestütz machen, weil Italien bis ins Finale gekommen ist. Das habe ich bei meiner ersten Prognose tatsächlich so gesagt, dass die Deutschen dann im Finale gegen Italien gewinnen. Ich finde, die Schweiz macht's gut. Da fehlt, glaube ich, wer fehlt denn da? Wittmer? Oder wie der Kollege heißt? Oder war das Österreich? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Nichtsdestotrotz, Italien spielt auch keinen schönen Fußball. Auch bei denen fehlen, glaube ich, ein, zwei Leute jetzt gelb gesperrt. Die sollen rausfliegen. Scheiß auf die Italiener. Scheiß drauf. Machen wir unten auch gleich mal weiter. Dann haben wir hier ein bisschen Abwechslung mit dabei. England, Schweiz. Ist dann halt wieder ein interessantes Duell. Ne? Da müsste man dann halt wissen, wie das vorherige ausgegangen ist. Also so von der Spielart her, von der Spielweise, wie England da dann auftritt jetzt in der K.O.-Phase und eben die Schweizer ebenfalls. Also an sich kann ich mir schon vorstellen, die Schweizer, weil sie halt ein paar viele motivierte Leute haben, die auch am Ball technisch gut dabei sind, vor allen Dingen vorne drin, dass die da Stiche setzen können. Aber will ich die Schweiz wirklich ins Halbfinale tippen? Und nein, das möchte ich nicht. Das soll gar nichts Persönliches gegen die Schweiz sein. Ich kann es mir einfach nur nicht vorstellen, dass sie das spielerisch schaffen. Deswegen England, auch wenn ich sie dort nicht sehen möchte, Halbfinale. Niederlande, Österreich wird dann, glaube ich, ein unfassbar geiles Duell. Zumal sie ja gerade schon in der Gruppe gegeneinander gespielt haben. Da hat Österreich das Ding 3-2 gewonnen. Und ganz ehrlich, ich bleibe bei meinem Tipp aus der ersten Prognose. Österreich im Halbfinale. Ich meine, warum denn nicht? Sie haben schon mal das direkte Duell gegen die Niederlande gewonnen. Und lasst mal Ralf Rangnick ein bisschen kochen. Der schafft das schon irgendwie. Österreich, England, dann das erste Halbfinale bei der EM. Das klingt schon geil. Frankreich, Portugal. Weder Portugal noch Frankreich überzeugen bis dato. Krass, also Portugal hat, glaube ich, mal 3-0 gegen Türkei gewonnen. Das war schon ganz beachtlich, aber ansonsten kam da auch recht wenig. Viele Großchancen auch vergeben. Ich habe es eben so begründet, ne, dass die Franzosen da hier irgendwie mal ernster spielen, Fehler weniger machen. Ich glaube, hier machen sie Fehler mehr. Ich glaube an die Magie von Cristiano Ronaldo und lasse Portugal ins Halbfinale vorstoßen. Ob das richtig ist, werden wir dann sehen. Die Wahrscheinlichkeit spricht nicht gerade für Portugal, nehme ich jetzt einfach mal an. Sollten beide Mannschaften hier überhaupt weiterkommen. Vielleicht kommt auch Belgien weiter und wir denken uns, what the fuck, Max, was machst du da? Belgien ist im Halbfinale. Ja, kann ja passieren. Ne? Gerade stehen die Chancen nicht gut. Und deswegen bleibe ich dabei. Spanien gegen Deutschland. Ich bleibe... Ach, naja, da ist halt die Frage. Ach du Scheiße, da ist halt... Bleibe ich beim Sommermärchen? Also ich glaube ja weiterhin dran. Aber Spanien ist halt brutal stark. Yamin Yamal, die Meldung habe ich gerade eben erst gesehen, hat währenddessen seine Examen bestanden, irgendwie seine Prüfungen. Ne? Also wenn der das selbst noch nebenbei schafft und dann noch anfängt hier Kroatien und so zu kochen. Boah. Und es tut mir in der Seele weh. Es tut mir in der Seele weh, aber ich werde Deutschland im Viertelfinale raustippen und Spanien weiterkommen lassen, so dass Spanien, Portugal das zweite Halbfinale dann ist. Also Stand jetzt, natürlich, die Deutschen können sich steigern, die schaffen das, da glaube ich dran. Ich glaube da dran, aber halt nicht hier in der Prognose. Also wenn ich Geld drauf wetten müsste, würde ich so für Spanien wetten. Die Spanier spielen mir einfach zu gut. Ich habe alle drei Spiele gesehen von beiden Mannschaften und bei den Spaniern sehe ich da halt einfach noch einen Ticken mehr Abgebrühtheit, sowohl vorne wie hinten. Ich kann einfach nur dafür
beten, dass Deutschland da nochmal eine Leistungssteigerung zeigt, dass Julian Nagelsmann richtig aufstellen wird, gerade weil jetzt auch hier im Achtelfinale zumindest Rüdiger noch verletzt fehlen wird, zumindest Stand jetzt, es entscheidet sich kurz vor Spiel, so ist die Meldung, und Jonathan Tah auch noch gelb gesperrt sind. Schauen wir mal, schauen wir einfach, was wird. Ich glaube, es wird ein sehr geiles Game, es wird toll anzusehen, die Deutschen werden schön gegengehalten, ordentlich mitspielen, aber Spanien wird da das Ding machen. Tor von Rodri, einfach mal so als Prediction. Ob ich dafür mir dann Liegestütze anhören muss oder antun muss, sehen wir dann in der Reaction. Spanien gegen Portugal und Österreich-England meine Top 4. Ich würde sagen, wir machen oben wieder weiter. Das direkte Duell Spanien gegen Portugal, die beiden Nachbarländer. Und hier tippe ich Spanien weiter. Also ich finde, das Duell Deutschland-Spanien ist Stand jetzt nach der Gruppenphase deutlich spannender als beispielsweise Spanien gegen Portugal, obwohl beide einen herausragenden Kader haben. Aber wer dann am Ende nochmal dieses Quäntchen mehr, wie soll ich sagen, mehr Ehrgeiz an den Tag legt, wird man dann auf dem Feld sehen. In dem Sinne, Spanien im Finale, Österreich, England. Und ich gehe mit der riesengroßen Sensation und sage, Österreich geht durch ins Finale. Ganz ehrlich, scheiß auf. Ich will die Engländer raus haben. Ich habe einfach keinen Bock auf die. Ich sag's ehrlich, ich spreche nicht gerade aus Wahrscheinlichkeitsgründen oder von wegen, ja, Österreich spielt einfach besser. Nee, ich hasse einfach England so krass in ihrer Spielweise. Stand jetzt in dem Turnier. Ja, also fangen wir nicht an hier mit, von wegen, das zu vergrößern. Aber ich möchte England auf keinen Fall im Finale sehen. Deswegen tippe ich sie hier raus. Spanien, Österreich im Finale. Komplett random. Ob das so kommt, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich verlieren sie dann gegen die Niederlande oder schon gegen die Türkei. Keine Ahnung. Dennoch Österreich hier im Finale. Und ja, ja, ihr habt die Erlaubnis auch zu sagen, ich schieße mir damit ins eigene Bein. Wenn Österreich im Achtelfinale rausfliegen sollte, mache ich 25 Liegestütze für den Call, dass ich sie hier ins Finale gepackt habe. Ansonsten, wenn sie mindestens bis ins Viertelfinale kommen, sind es nur 10, sagen wir mal 15 bis 20 Liegestütze dann. Aber ja, Finale Spanien, Österreich. Spanien macht das Ding, wird Europameister, das ist mein Call. Ich glaube, auch hier gibt es nochmal eine sehr amüsante Partie für den neutralen Zuschauer, wobei Spanien dann aber nochmal einen Ticken effizienter sein wird und das Ding nach Hause bringt. In dem Sinne, speichern wir das und das hier ist dann meine Prognose für die K.O.-Phase. Hier gehe ich noch mit, Deutschland-Spanien wird wahrscheinlich so kommen, ne? Da wird sich dann schon entscheiden, wie gut denn mein Call ist, ja, nein. Ich bin auf jeden Fall noch im Boot drin, aber für die Prognose, ich muss ja auch ein bisschen an mich denken. Ne? Und ich werde mir hier unten wahrscheinlich schon genug Liegestütze abholen mit Österreich und auch hier mit der Schweiz für Italien. Deswegen, ich muss so ein bisschen an mich denken und gehe hier einfach mit Spanien. Eventuell kommt hier Deutschland weiter und hier unten kommt Italien bis ins Halbfinale und so. Und dann darf ich ja 200, 300 Liegestütze machen. In dem Sinne, Jungs, wir sehen uns in der Reaction. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Ansonsten schreibt gerne mal eure Hot Takes unten in die Kommentare, auch gerne euren EM-Sieger. Und dann wünsche ich euch noch einen traumhaften schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Fantastic.